Ja, damit herzlich willkommen zum War Simulator hier auf dem Kanal. Nein, Scherz beiseite. Wir spielen natürlich Hellpie weiter. Wir sind ja hier im Inneren des Wales und gehen zur Sushi Bar. Es ist das dritte Mal, dass ich das Level jetzt spiele. Und beim ersten Mal war die Aufnahme kaputt, beim zweiten Mal war der Ton kaputt. Und jetzt Versuch Nummer 3. Hoffentlich geht's jetzt. Von daher gibt es auch keine Collectibles und man sieht dann auch bei den Checkpoints, dass ich da schon gewesen bin. Aber trotzdem, spielen wir es mal durch. Rennen wir erstmal mit ihm. Ah, hallo. Willkommen im Inside Out, wo du den Wal essen kannst im Inneren des Wals. Eigentlich bin ich überrascht, so schnell neue Kunden zu sehen. Sie wissen schon, mit diesen Spinnen, die Straße zu unserem Restaurant blockieren. Ich hoffe, die kommen nicht auf dumme Gedanken. Okay, dann lassen wir uns fressen, glaube ich. Ein Restaurant im Inneren des Wals? Ja. Frag mich, was die hier verkaufen. Ja, was wohl. Okay, runter geht's. Ja, und wie ihr sehen könnt, hier ist wirklich ein Restaurant eingerichtet. Oh Mann. Und alles besetzt. Schicke Inneneinrichtung. Ja. Ein bisschen schade für den Wal. Okay, mit ihm nochmal kurz quatschen. Ah, da seid ihr hier. Kammerjäger, richtig. Ja, natürlich. Und das nicht eine Minute zu früh. Wir brauchen wirklich jemanden, der sich um diese Ungeziefer kümmert. Und versucht nicht zu viel Aufsehen zu erregen, okay? Wir wollen die Kunden nicht verschrecken. Die sind alle im Inneren eines Wales, also von daher. Alter, schaut euch das mal an. Die schneiden das einfach mal direkt schon so raus. Ah. Der arme Wal, ey. Ja. Das ist heftig. Okay, weiter geht's. Moinsen. Oh, hey hier. Ihr müsst die Kammerjäger sein. Ihr müsst den Weg durch diese Halle finden. Aber keine Sorge, ist echt versicherer, als es aussieht. Es ist einfach so dämlich. Okay, da werden Speere von draußen reingerannt. Die normalste Sache der Welt hier. Der arme Wal. Okay, ein bisschen Jump'n'Run. Hier. So, jetzt kommen wir wieder her. So, da. Ich habe beim zweiten Durchgang ein bisschen Probleme gehabt, dass ich das mit den Schwingen nicht so oft gemacht hat. Ich hoffe, diesmal ist es besser. Ja. Und ich habe verkackt. Ah, shit. Okay, probieren wir es nochmal. Man würde ja meinen, nach dem dritten Mal durchspielen, sollte ich eigentlich wissen, wie man es macht. Wow, knappe Sache. Ich muss zugeben. Ja? Das sah von außen gar nicht so groß aus. Ja, da hast du recht. So, da müssen wir uns jetzt den Weg freischießen. Ja, so. So und so. Und darüber. So, fahren wir wieder nach oben. 2000 Diamanten haben wir schon. Das heißt, wir können uns demnächst mal wieder was Schönes kaufen. Na komm. Okay, jetzt müssen wir da irgendwie rüber. Wow, wow, jetzt macht er das schon wieder.
Den Bug habe ich schon beim ersten Durchgang gehabt. Jetzt komme ich natürlich von hier nicht mehr weg. Schade. Na okay. Müssen wenigstens noch einen Teil neu machen. So. Ah, jetzt kriege ich das Level echt schon auswendig. Was? Oh Mann, ich schwitze. Klimaanlage ist nicht. Du bist im Inneren eines Wales. Was? Nein, jetzt macht er das. Was ist denn das für ein Bug? Ah, I'm loving it. Ja, leider hat das Spiel ein paar Bugs. Das ist einer davon. Neben Attacken nicht auslösen. Ah, gerade hier drin, beim zweiten Durchgang, wo ich da schon dezent ein bisschen Frust gehabt. Okay, jetzt probieren wir es nochmal. Ich bin jetzt erstmal hier hin, aber eben, da kann ich aber noch weiter rauf. Andererseits, ich muss mal schauen, ich hoffe nämlich... Ja, das bringt nicht sehr viel. Okay, so geht's auch. So, schnell weg hier. Ab zum nächsten Safe Point. Der ist Gott sei Dank gerade hier. Und da haben wir vorhin die ersten Gegner. Und das sind Halbverdaute, die halt leben und hier halt alles angreifen. Macht auch Sinn hier im Magen, ne? Moin. Scheiße, nicht getroffen. No. Andererseits, ich muss schauen. Ich hab ein neues Horn. Und zwar ist es hier so ein Rambo-Horn. Habe ich damit... Oh ja, damit kann ich es auch frei machen. Okay, sehr gut. Ja, das habe ich draußen dann freigeschalten, weil ich nochmal so einen Tempel gefunden habe. Und da war es das. Ich zeige euch das dann, wenn wir dann draußen sind. Ich gehe jetzt aber wieder auf den da. Schau, dass wir hier durchkommen. So, da. Checkpoint. Und hier müssen wir hier ganz nach oben. Was auch immer das ist vom Wal. Und ja, es ist viel größer. Von innen als wie. Nein, 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 nein. Das Spiel mag mich. Nein. Wieso hast du es jetzt wieder nicht gegriffen? Mann. So, da. Jetzt bitte nochmal. Okay. Bitte jetzt einfach nicht runterspringen. Sehr gut. So, Verdacht. Sieht euch recht, was ihr da mit dem Wal macht, ey. Oh Mann, ey. Ja, mal ein bisschen mobil zu sein, dafür ist das Fleisch frisch, ne? Ach so, ja, genau. Darüber müssen wir. Und jetzt kommt gleich eine ganz beschissene Stelle. Und zwar der Jump da drüben. Weil er bei mir da den Schwung oft nicht ausgelöst hat. Wobei, ich merke, das geht auch ohne.
Na komm, hier rauf. Nein, nicht darauf. Darauf. Nice. Okay. Wow. Geil. Das ist jetzt ein First für mich. Dass mich da das Schwert trifft. Aber scheiße. Ah, okay, bist du nicht Gott sei Dank schon oben. Komm, geh rauf. Moin. Ich tue jetzt mal ganz kurz ignorieren. Okay. Bomben-Action. Bei anderen hat es auch gar nichts. Nice. Checkpoint. Ist ein großer Magen, was du da hast. Muss ich ganz ehrlich sagen. Jetzt hat er wieder nicht ausgelöst. Zweimal hintereinander nicht. Ah. So. Und da bin ich am Anfang oft gescheitert hier. Okay. Nice. Jetzt muss nur das Blutding daher kommen. Wunderbar. Besser als wie beim Durchlauf, den ich da beim ersten Mal hatte. So, jetzt müssen wir. Jetzt komme ich hier nicht drauf. Jetzt müssen wir mal auf das Blutteil da. Und runter. Autsch. Nein, nein, nein! Nein! Ah, Mann! Okay. Was? Soll das wieder nicht? Warum löst du das manchmal nicht aus? Ah, Mann! Irgendwas, was ich mache. Mann. Nein, 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 bleib da. Oh, Gott sei Dank. So, nochmal hier drauf. Der Checkpoint bringt eigentlich wie nichts, weil wenn man dann hier sich wiederbelebt, muss man hier nochmal zurück zur Kanone. Ist echt ein bisschen sinnbefreit. So. Was? Nein. Oh. Knapp. So, Blutkörperchen. Sehr gut. Und jetzt hier rauf. Okay. Und bitte fall jetzt da nicht runter. Okay. Hier nochmal aufmachen. Das weg. Das weg. Da unten wäre noch übrigens ein Collectible. Jetzt müssen wir hier nochmal rauf. Ich will mal ganz kurz husten. So, da. Okay, sehr gut. Was? Jetzt hat er es wieder nicht gemacht gehabt. Und, ah, Angriff! Warum? Nein, ich will jetzt nicht. Mach den scheiß Angriff. Okay, was? Wir gehen jetzt einfach. Ah, Mann.
War jetzt ein Checkpoint. Ich will das nicht nochmal machen. Oh, Gott sei Dank. Ja. Und hier hat der Wal einen Kraken gefuttert. Und da ist ein verrotteter Tentakel eigentlich in der Mitte. Den wir halt fürs Rezept brauchen. Ist natürlich jetzt nicht mehr da. Und hier... Na toll, der Wal hat meine Mutter gefressen. Ich werde mein Leben nur der bittersüßen Rache widmen. Oh. Tut mir leid, Kleiner. Okay. Nächster Checkpoint. Ja, und unsere Kanone da. Ah, das da hinten erreiche ich nicht. Okay. Nein, komm, 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 komm. Ah, Mann. Okay, nochmal runter zur Kanone. Nein, 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 wow. Rettung in letzter Sekunde. Oder da. Kann man hier mal ein bisschen stehen? Sehr gut. Und da haben wir dann gleich unseren Ausgang. Da, dann quatsch mal mit ihm. Ah, du hast den Zünder gefunden. Wenn ihr mir die Erde erweisen würdet, der Rest vom Zünder ist hinten im Raum, falls du ihn noch nicht gesehen hast. Ja, also er hat eigentlich gesagt, er will unbedingt raus, ich auch. Und er musste dann hier nach oben gehen und diesen Zünder hier holen. Und ja, er meinte, er hat einen sehr genauen, präzisen Weg hier rauszukommen. Mit dieser gigantischen Bombe. Ja, tun wir es mal starten. Ah, schade, sie zeigen es nicht nochmal. Naja, man hat jedenfalls gesehen, wie es hier den ganzen Wal dann zerrissen hat. Ja. Ist was. Ich werde an der Stelle einen kleinen Schnitt machen und euch den Part zeigen, wo halt Karton mit dabei ist, aber dann seht ihr das. Ja, das ist halt der Aftermath von dem Ganzen. Na, bitte lass es nicht einfach nur so ein lautes Screen sein. Oh. Oh. I'm sorry. Das wollte ich gar nicht. So, da habt ihr die Explosion gesehen. Und hier ist dann der Mann hier da hinten. Mit dem kann man quasi das Ganze wieder starten. Ja, dann zeige ich euch mal, wo ich meine Modifikation von den Hörnern her habe. Und zwar bin ich dann hier nach hinten gegangen. Das war so ein kleiner Hindernisparcours. Und man wurde hier von dem Boot beschossen. Und hier hinten ist so eine kleine Stadt. Ja, Stadt. Das ist so ein Dorf da. So halb im Wasser. Und da muss man jetzt hin und her jumpen. Und ja, da hinten war dann der Schrein. Und irgendwo habe ich jetzt ein Schaf gehört. Habe ich da jetzt übersehen? Wo bist du? Wo ist das Schaf? Ist irgendwo da links. Also es war ein Schaf hier oben. Komisch.
Hey, das muss da irgendwo sein. Wo bist du? Das ist ja auch nicht. Also, da kann doch unmöglich irgendwo ein Schaf sein. Schwimmen geht ja. Ah. Okay, keine Ahnung, wo das Schaf hier sein soll. Nee. Ich meine, das ist so ein kleines Gebiet hier. Von höchstens. Nee, das kriege ich auch nicht kaputt. Auf dem Boot? Nee. Das gibt's doch nicht. Also beziehungsweise, nicht scharf, so ein Gemslein halt. Einhorn, Gemslein, Dingsbums da. Und hier hinten auch nicht. Ich glaube, das ist nur so ein Effekt von diesem Schrein da. Okay. Ja, wir gehen jetzt aber erstmal weiter zur nächsten Welt. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich da... Ah ja, genau. Hier hinten ist quasi das nächste Rezept, was wir uns... Also nicht das Rezept, die Zutat, die wir uns holen müssen. Gehen wir mal dahin. Ah, und... Was? Noch eine Insel. Bin gespannt, ob es hier ein neues zu entdecken gibt. Das Spezielle auf der Insel ist jetzt diese komischen Pseudo-Pflanzen, was auch immer. Und wenn man die kaputt macht, dann wird man high. Okay. Oh, was hat's denn hier oben? Da hat's wieder ein Power-Up. Moment. Was? Ja, komm, 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 komm. Nice. So, da, was haben wir hier? Sollen wir uns alle mal kurz heimmachen? Komm. Schlag, schlag. Warum? Oh, yes. Hat aber irgendwie keinen Effekt auf sie. Oh Mann. Ja, und hier haben wir eine illegale Schnapsbrennerei. Wobei illegal ist relativ hier. Na, was haben wir hier? Yeah! Noch sein Schäfchen. Oder, was auch immer das ist. Okay. Ich glaube, da hinten will ich nicht hin. Jetzt vermutlich aber Extras. Ah. Naja. So, hier schaut das nächste. Und der ist ganz speziell. Aber das machen wir in der nächsten Episode. Ich weiß, die Episode ist jetzt dann ein bisschen kürzer. Aber dafür ist die nächste dann ein bisschen länger. Versprochen. Also, bis dann. Tschüss.